und Decke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Natürlich gut. Das ist der Leitspruch, nachdem die Familien Fischer und Klöppel ihre eigenen Fruchtprodukte direkt vermarkten. Auf Märkten oder im eigenen Hofladen in Herold kann der Kunde Frische, Qualität und Regionalität direkt vom Erzeuger erstehen. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb und haben 2012 angefangen, Beerenfrüchte anzupflanzen und haben dann auch im Zusammenhang mit der Anpflanzung begonnen, diese Früchte natürlich zu vermarkten. Haben uns dann auf die Direktvermarktung-Schiene begeben. Vermarkten grundsätzlich alles das, was wir ernten, selbst über unseren Hofladen beziehungsweise über die Wochenmärkte. Wir sind dreimal in der Woche auf dem Wochenmarkt, dienstags, freitags und samstags und bieten dort unsere Ware an. Darüber hinaus natürlich hier im eigenen Hofladen, der auch dreimal die Woche geöffnet hat, wo wir unsere Ware dann der Kundschaft anbieten. An Ideen nie arm, richteten die Familien zu dem bestehenden Hofladen gleich noch ein kleines gemütliches Café ein. Hier sind neben dem Kuchen auch kreative Dekoartikel selbst gemacht. Das Café haben wir erst aufgemacht und zwar im letzten Jahr zum 1. Mai haben wir das Café und den Hofladen, so wie er jetzt ist, eröffnet. Vorher war der Hofladen noch so ein bisschen provisorisch in einem Nebenraum. Das haben wir dann hier umgebaut. Das war eine frühere Garage, die wir umgebaut haben. Haben dann aber gemerkt, dass es eigentlich für den Hofladen zu groß war. Und da meine Frau immer schon gerne Kuchen gebacken hat und das eigentlich eine große Leidenschaft von ihr ist, haben wir uns dann entschieden, hier diesen Bereich Hofcafé noch dabei zu machen. Als ganz starken Trend erkennt Wilfried Fischer heute die Regionalität. Vielen Kunden ist die Herkunft der Produkte sehr wichtig. Wir merken das immer mehr, dass die Verbraucher wieder schauen, wo die Lebensmittel, die sie kaufen, herkommt. Und davon profitieren wir natürlich, dass wir auch wieder unsere Lebensmittel, die wir produzieren, die wir auch teilweise zukaufen, aber wir kaufen nur Ware zu von Landwirten, also auch von Erzeugern. Bei uns finden Sie keine Ware irgendwo aus dem Großhandel oder vom Großmarkt. Wenn mal irgendein Produkt ausgeht, wie jetzt die Apple, die werden, ich schätze mal, irgendwann im April wird Ende sein bei unserem Lieferanten. Das ist die Stiftung Scheuern in Nassau. Dann werden wir eine gewisse Zeit bis zum neuen Ende einfach keine Äpfel mehr anbieten. Um Erfahrungen auszutauschen, sich zu vernetzen, als Erzeuger auch verstärkt wahrgenommen zu werden, hat sich eine Initiative gegründet. Wir haben hier im Rhein-Lahn-Kreis eine Direktvermarkter-Initiative. Das ist ein freiwilliger Zusammenschluss. Und da sind rund 30 Betriebe aus dem ganzen Rhein-Lahn-Kreis vereint. Angefangen von Landwirten, von Winzern, Schnapsbrenner, alles ist dabei, die sich da zusammengetan haben. Rund 1000 Himbeersträucher, 50 Johannisbeer und 70 Brombeerstauden stehen auf der landwirtschaftlichen Anlage der Familie Fischer nahe beim Ort Herold. Wer leckere, natürliche Produkte aus der Region sucht, sollte hier oder auf den Märkten von Katzenelnbogen oder Dietz vorbeischauen. Es lohnt sich. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Entdecke Rhein-Lahn. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis. Immer am Dienstag und Donnerstag bei uns im Programm.